Willkommen zurück, Super Mario Freunde, zu Paper Mario. Wir machen weiter. Im letzten Part haben wir Muscular befreit und jetzt sind wir wieder im Schloss. Natürlich. Hey Twink, die Wachen haben uns schon wieder aus den Augen gelassen. Lass uns von hier verschwinden. Vielleicht finden wir etwas, womit wir Mario unterstützen können. Glaubst du, dass es noch sicher ist, den Geheimgang zu benutzen? Glaubst du nicht auch, dass Bowser schon dahinter gekommen ist? Ja, das geht schon in Ordnung. Bowser hat gar nichts bemerkt. Er sieht zwar furchteinflößend aus, aber in Wirklichkeit ist er nur ein großer Hohlschädel. Und jetzt lass uns verschwinden. Ja, Peach hält nicht so viel von Bowser. Obwohl sie diejenige ist, die sich immer von ihm gefangen nehmen lässt. Na gut. Aber wir nehmen den Geheimgang. Anscheinend ist er ja noch sicher. So. Ja, Bücher sind hier nicht. Aber wir können mal gucken, dass wir hier irgendwas finden. Ja, da sind Wachen. Okay. Durch die Tür werde ich nicht kommen. Aber vielleicht ja hier jetzt rein. Ja. Und hier ist das Speisezimmer. Wer bist du? Oh, da ist er. Ich bin Prinzessin Peach. Und wer magst du sein? Oh, du bist Prinzessin Peach. Aus irgendeinem Grund nennen mich alle Gourmet-Guy. Ich sollte besser König Bowser informieren. Es ist dir nicht erlaubt, dein Zimmer zu verlassen. Aber ich bin wirklich hungrig. Wenn du mir etwas Leckeres zu essen besorgst, dann werde ich dich nicht verraten. Nun, Prinzessin, was sagst du? Wirst du für mich etwas kochen? Ich würde gerne etwas für dich tun, aber ich habe weder Zutaten noch Geschirr. Ah, das ist kein Problem. Ein Stockwerk tiefer befindet sich die Küche. Du kannst dort kochen. Hier, das wirst du brauchen. Dieser Schlüssel öffnet die Tür, die nach unten führt. Jetzt kannst du in die Küche gehen. Okay. Aber auch ein sehr schöner Schlüssel hier für Peaches Schloss. Ich bleibe hier sitzen und warte auf mein leckeres Essen. Oh, ich vergaß. Da draußen laufen jede Menge Wachen herum, also sei vorsichtig. Und da muss die Prinzessin jetzt selber kochen. Ob sie das überhaupt kann? So, nehmen wir mal den Schlossschlüssel hier und gehen dann weiter nach unten. Muss ich noch die Küche finden? Vielleicht ist sie ja hier. Nein, das ist... Ist jemand da? Ja, im Schrank ist wohl irgendwer, aber mal gucken. Erstmal öffne ich hier die Truhe. Und da ist der Fortuna-Orden. In einem Notfall wird jeglicher Schaden halbiert. Das ist gut. Was ist denn hier? Oh, ein Toad. Oh nein, man hat mich gefunden. Wie? Prinzessin Peach, ihr seid wohl auf. Ah, den Sternen sei Dank. Du bist doch ein Toad aus dem Palast. Wie lange hast du dich hier schon versteckt? Schon seit Bowser hier ist. Ich hatte solche Angst, dass ich in diesen Schrank gesprungen bin. Ich werde mich hier verstecken, bis Mario kommt und uns alle rettet. Prinzessin Peach, ihr solltet euch auch verstecken. Es ist viel zu gefährlich. Macht bitte nichts Unüberlegtes. Ja. Toll, wenn man solche Diener hat, die sich einfach nur verstecken. Aber okay, er hat natürlich Angst, das kann ich auch verstehen. Er ist ja nur ein Toad. Tja. Schaffe ich es da hinten in die Tür rein? Ich glaube, da ist die Küche. Ich weiß es aber nicht, also... Irgendwo hier wird sie sein. Ah ja, das sieht nach der Küche aus. So, das ist die Küche. Nun, was sollen wir als erstes tun? Prinzessin, das hier scheint ein gutes Kochbuch zu sein. Lass uns etwas daraus kochen. Oh, Twink ist ganz schön stark. Wie sieht es aus, Twink? Irgendetwas Besonderes, Leckeres? Eine Sekunde. Oh, wie wär's damit? Spezial-Erdbeerkuchen. Klingt gut. Den versuchen wir. Okay, Twink, lies mir das Rezept vor. Okay. Okay, pass gut auf. Zuerst
Vermenge Zucker und Eier in einer Schüssel. Fang an, Prinzessin. Sag mir, wenn du fertig bist, dann gehen wir zum nächsten Teil über. Zucker und Eier, okay. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was hier was ist. Das ist Salz. Ja, Salz brauche ich nicht. Zucker. Du hast den Zucker genommen. So, in welche Schüssel denn? Achso, die vorne. Und Eier. Du hast die Eier genommen. Eigentlich ja nur eins. Trink, erzähl mir mehr. Fertig? Ja. Okay, kommen wir nun zum nächsten Schritt. Nun, vermische und schlage die Zutaten in der Schüssel. Bist du bereit? Wenn ich Start sage, musst du A für 10 Sekunden so schnell wie möglich drücken, um den Teig zu schlagen. Kann es losgehen? Start! Oh Gott. Oh, Action-Kommando für Peach. Ich habe gar keine Rückmeldung hier. Ich weiß nicht, ob ich das gut mache oder schlecht, aber ich denke, es ist in Ordnung. Ansonsten hat der Gourmet halt nicht das geilste Essen. Ah, das war's. Gut gemacht. Hat alles funktioniert, Prinzessin? Jo. Okay, machen wir also weiter. Nun, gib Mehl und Butter in die Schüssel. Fang ruhig an, Prinzessin. Sag mir, wenn du fertig bist. Und wir gehen zum nächsten Teil über. Butter habe ich. Ah, hier habe ich schon mal Mehl. Komm schon mal hier rein. Und Butter habe ich. Hier im Glas? Okay. Kenne ich so auch nicht, Butter im Glas, aber ist kein Problem. Im Pilzkönigreich macht man das vielleicht so. Fertig? Ja. Okay, nachdem nun alle Zutaten gut vermischt sind, schütte den Teig in die Form. Und weiter geht's. Nun, backe den Teig für 30 Sekunden im Ofen. Okay, geh rüber zum Ofen. Drücke A, um den Kuchen in den Ofen zu stellen. Drücke nochmals A, wenn du glaubst, dass 30 Sekunden vorüber sind, um den Kuchen wieder rauszunehmen. Dieser Teil kann nicht wiederholt werden, also gib besonders gut Acht. Okay, bitte stell ihn in den Ofen. Ach du Scheiße, soll ich bitte die Uhr stoppen, oder? Naja. Ich weiß nicht, ob ich gut gezählt habe. Ich konnte auch jetzt nicht sagen. Fertig? Ich glaube ja. Okay, stell den Kuchen auf den Tisch, damit er abkühlen kann. Jetzt kommen wir zum letzten Teil. Wir müssen ihn noch mit Sahne und Erdbeeren dekorieren. Sag mir, wenn du mit der Dekoration fertig bist. Also Erdbeeren. Ja, man kann nicht beides auf einmal nehmen. Ich dachte, vielleicht geht das, weil ich ja hier auch immer gefragt werde. Ich hätte, glaube ich, erst die Sahne nehmen sollen, oder? Egal. Ja. Das scheint mir nicht richtig zu sein. Ich tue nochmal Erdbeeren drauf. Also über zu viele Erdbeeren wird sich ja niemand beschweren. Ja, das ist in Ordnung. Fertig? Jo. Okay, dann haben wir es geschafft. Er sieht großartig aus. Okay, bringen wir ihn zum Gourmet-Guy. Oh, jetzt bin ich ganz langsam. Das ist natürlich jetzt ein Nachteil, wenn ich im Schloss unterwegs bin. Ah, nee. Das Spiel übernimmt das für uns. Ah, da bist du ja. Oh, ich muss so lange warten. Ich bin schon ganz abgemagert. Siehst du das nicht? Nein, eigentlich nicht. Aber so kann das Selbstbildnis auch trügen. Danke.
Das ist scheußlich. Wo hast du kochen gelernt? Auf der Schule für LKW-Fahrer? Geh zurück in die Küche und mach ein besseres Rezept. Ah, ja, ich habe die Dekoration verkackt, ich weiß. Ah, ich hätte erst die Sahne und dann die Erdbeeren drauf tun müssen. Okay, diesmal werden wir einen richtig guten Kuchen machen. Und ob wir das machen, das soll der beste Kuchen werden, den Gourmega jemals gegessen hat. Okay, Twink, lies mir bitte das Rezept nochmal vor. Nein, das brauche ich nicht. Ich weiß doch alles. Aber ich mache schon mal hier meine Stoppuhr fertig. Und daran soll es nicht scheitern. Ach nee, ich muss nur noch dekorieren. Ach, das ist ja nett, dass man nicht alles nochmal machen muss. Erst die Sahne, dann die Erdbeeren. Ja, ich weiß. So, dann nochmal zum Gourmet-Guy bringen. Dieser Part wird auch irgendwie nur Peaches Kochshow werden oder so. Naja. Ist ja klar, dass sie das nicht gut kann. Die ganzen Toads kochen ja für sie. Boah, ich hoffe, es schmeckt jetzt besser. Oh mein Gott. Köstlich. Jetzt rastet er wieder aus, oder? Hm. Das ist viel zu köstlich. Okay, das war wirklich gut. Etwas Gutes habe ich seit, naja, noch nie gegessen. Um dir meine Dankbarkeit zu beweisen, verrate ich dir ein Geheimnis. Einer der Sterne ist im Lava-Lava-Berg auf Lava-Lava-Island. Diese Insel liegt weit im Süden. Du solltest Mario das wissen lassen. Aber sag ihm auch, dass der Stern von einer fiesen Lava-Piranha bewacht wird. Er soll gut aufpassen. Ich habe nichts gegen Mario, deswegen sage ich dir das. Er hat mich auch schon mal gefüttert. Ich nehme an, dass es der gleiche Gourmega ist. Oh, Twink, hast du das gehört? Der Lava-Lava-Berg auf Lava-Lava-Island. Der Stern ist im Innern des Vulkans. Mario könnte diese Information wirklich gut gebrauchen. Ja, das könnte er. Twink, es tut mir leid, dass ich dich darum bitten muss, aber würdest du Mario informieren? Natürlich, das mache ich doch schon die ganze Zeit. Ich bin schon weg. Ich werde bald zurück sein, Prinzessin. Was soll das Geschrei? Ruhe da drin! Oh. Was soll das Geschrei? Ruhe da drin! Aha, ihr wart das also, Prinzessin. Ihr solltet leiser sein. Ihr seid eine Gefangene und als solche müsst ihr... Ja. Was habt ihr überhaupt zu suchen? Wachen, wachen, schnappt die Prinzessin! Ach, jetzt wird sie wieder abtransportiert. Nein, bitte nicht! Frische Luft. Nachdem ich so lange unter Verschluss gehalten wurde, könnte ich wirklich ein paar Runden Jogging gebrauchen. Mein Name ist Muscula. Mario, vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Jetzt bin ich an der Reihe, dir zu helfen. Pass gut auf. Mario Sternenkraft erhöht sich auf 4. Mario hält die Sternenkraft Ruhigsteller. Ruhigsteller schwächt die Angriffskräfte aller Gegner. Das ist gut. Rufe mich, wann immer du in Schwierigkeiten steckst. Ich werde herbeieilen, um dir im Kampf beizustehen. Und jetzt kehre ich zurück in meinen guten alten Sternhafen. Mario! Mario, ich habe Neuigkeiten aus dem Palast. Huch, ehrwürdiger Stern. Hi. Ich glaube, du bist Twink, oder? Du bist doch der Kleine, der vor kurzem aus dem Sternental in den Sternhafen aufgestiegen ist. Was? Ihr erinnert euch an meinen Namen? Natürlich. Wir sind wie eine Familie. Ich bin zutiefst bewegt. Mach nicht so einen Wind drum, Junge. Ich bin mir sicher, du wirst noch große Taten vollbringen. Ich muss nun gehen. Auf Wiedersehen, Twink. Mario?
Wow. Ich habe mit Muscular, dem ehrwürdigen Stern, gesprochen. Nicht mal im Sternenhafen habe ich dazu oft Gelegenheit. Ich zittere vor Ehrfurcht. Ach, naja, es tut mir leid. Ich bringe wichtige Neuigkeiten aus dem Palast. Laut der Informationen, die Prinzessin Peach und ich erlangt haben, scheint es, als würde einer der Sterne im Lava-Lava-Berg auf Lava-Lava Island gefangen gehalten. Ich kann das einfach nicht... Ich kann das nicht sagen, ey. Du würdest nicht glauben, was die Prinzessin durchgemacht hat, um diese Information zu erhalten. Ich hoffe, das wird dir helfen. Oh ja, sie stand am Herd. Das ist natürlich... krass, mache ich nie. Ich muss zur Prinzessin zurück. Mario, wie immer, viel Glück. Die Prinzessin und ich werden auch weiterhin Augen und Ohren für dich offen halten. Ja, okay, danke. Wie sieht's denn aus bei uns? Wir sind geheilt. Das ist schon mal gut. Denn ich würde ganz gerne... mit dir rede ich ganz sicher nie wieder. Ich würde ganz gerne ins Dojo gehen. Jetzt, wo der Part schon fast vorbei ist. Aber im Dojo können wir immerhin noch ein bisschen was machen, vermute ich. Oh meine Güte, dieses Buch da sieht aus wie ein Kochbuch. Ich könnte mein Repertoire mit Hilfe dieses Buchs ganz gewaltig erweitern. Mario, wenn es dir recht ist, darf ich es haben? Klar, nimm. Aha, ich darf es haben. Oh, wie wunderbar. Mit Hilfe dieses Kochbuchs kann ich zwei Zutaten gleichzeitig verwenden. So kann ich noch viel raffiniertere Gerichte für dich zaubern. Bitte bring mir die verschiedenen Zutaten, damit ich viele neue Rezepte ausprobieren kann. Wow, bisher hat sie immer mit einem Rezept, mit einer Zutat gekocht. Das ist natürlich eine krasse Leistung. Dann mach doch was aus der Backmischung. Und, ja, dem Ahornsirup. Ich misch das mal. Tralalala. Was kriegen wir jetzt? Hier, bitte. Das ist gar nicht so übel geworden. Hier, bitte. Ein Crazy Keks. Stell 15 BP wieder her. Ja, ich muss auf jeden Fall auch noch gleich in den Laden. Denn ich bin ja wirklich gerade ziemlich... Naja. Nackt, was Items angeht. Und ich muss absolut speichern, denn... wir haben einfach nichts mehr. Habe ich eigentlich noch Briefe? Ein Jahr für... Uwe in Cooperheim. Haben wir den schon abgegeben? Seltsam. Naja. Ah, hier ist ja auch irgendwo was. Ich weiß nur nicht wo. Ich würde es ganz gerne herausfinden. Aber es ist auch nicht einfach herauszufinden. Ja, Hier oben wahrscheinlich nicht, oder? Ich weiß es halt wirklich nicht. Na gut, und hier oben wird sowieso nicht sein. Naja, gehen wir mal ins Dojo. Können wir hier denn schon kämpfen oder noch nicht? Ah, willkommen im Dojo. Was führt dich heute zu uns? Ich will es versuchen. Sehr schön. Es wird Zeit, gegen den Meister anzutreten. Gegen dich? Oh. Wird das vielleicht nicht so gut? Möge der Kampf beginnen. Ja. Gerne. Ich hole erstmal Gumbario. Gespeichert habe ich, oder? Also mir kann eigentlich nichts passieren. Scannen wir ihn mal. Das ist der Meister. Ihm gehört das Dojo. Und er ist der stärkste Kämpfer hier. Maximal KP 50, Angriffskraft 6, Verteidigung 0. Wenn er der Beste im Dojo ist, muss er ziemlich stark sein. Das hast du gut erkannt. Lass uns davon abschrecken, ich glaube nicht. Aber es ist irgendwie auch nicht so gut. Ich versuche das hier mal. So, Kraft halbiert. Macht trotzdem noch 3 Schaden, das ist halt auch immer noch viel. Ich hol mal den Schlag hier ein bisschen stärker. Und dann lade ich auch noch Gumbario auf. Das habe ich abgewehrt, das hat trotzdem noch 4 Schaden gemacht.
Okay, dann hauen wir mit dem Hammer drauf. 7 Schaden. Und die Kopfnuss, die sollte jetzt auch viel machen. Ja, 8 Schaden, das ist krass. Ich meine, ich kann das abwehren, das ist schon möglich, aber es ist halt trotzdem nicht so krass, wie es sein könnte. Wir haben aber schon die Hälfte runter, also es geht eigentlich. Ich hole jetzt mal Lady Boo. Ja doch, das ist eine gute Idee. Und dann hauen wir einfach die Ohrfeige raus. Und dann machen wir 5 Schaden. Das ist mehr, als wir mit Gumbarion eine Runde machen können. Du bist ein Naturtalent. Danke. Aber das krieg ich nicht abgewehrt. Na, gleich haben wir es aber geschafft. Da wäre groß. Du bist ein Naturtalent. Das hast du gerade schon mal gesagt, aber wiederhol dich ruhig. Habe ich gar nichts gegen. Ich wiederhole mich auch gern. Ausgezeichnete Technik. So, bringen wir es zu Ende. Na, das war jetzt nicht so gut, aber ist auch egal. Denn er ist besiegt. Gibt leider keine Sternpunkte, aber ist nicht so wichtig. Jetzt verstehe ich, warum du so berühmt bist, Mario. Du bist ein meisterlicher Kämpfer. Sehr gut, ein würdiger Gegner. Ich gebe dir dies. Die Sonnenkarte. Ja, danke dafür. Dann gehe ich mich jetzt heilen. Und ja, haben wir noch die Kanalisation? Wobei, ja, ich bin noch zu Kuva. Aber ich denke, in der Kanalisation können wir kein neues Gebiet erkunden, denn es gibt keinen Zugang zur Spielzeugkiste. Warum auch? Die ist ja direkt hier in der Stadt. Okay. Aber noch eben nach Cooperheim zu Kuva. Da will ich doch noch hin. Achso, wegen dem Orden mal eben gucken. Kann ich den gar nicht benutzen? Kann ich den nur benutzen, wenn ich Peach habe? Interessant. Das kann so sein, dass ich den tatsächlich nur ausrüsten kann, wenn ich Peach bin. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ist auch nicht so wichtig. Schauen wir erstmal hier. So, ich glaube, Cooperheim war hier. Nein, hier war Gumbafurt. Dann war Cooperheim hier. Ist ja klar. Es ist immer so. Immer der letzte Ort, den ich aufsuche. Ja, und ich sehe schon bei Upair im Haus geht was ab. Mal eben gucken, was da los ist. Hallo? Pompett! Halt die Klappe, vermutlich hat sie dich gekickt, weil du ständig geklappert hast. Ah, halt doch die Klappe. Liebe für Pompett ist tiefer als die See des Südens. Selbst ihr Zorn auf mich kann mich nicht entmutigen. Naja, ich sehe schon, Pompett muss hier, glaube ich, ran. Hör dir den Kerl an, Pompett. Da kann ich aufhören, über dich zu reden. Badabom. Oh, Pompett. Halt endlich den Rand, bitte. Denk doch für 2 Sekunden mal an etwas anderes. Du fängst an, mir richtig auf den Nerven zu gehen. Pompett, ich werde meine ganze Liebe in die nächste Explosion legen. Sieh hin und werde Zeuge in meiner Liebe. Bom, bom, bi, bom.
Aber sonst passiert hier nichts. Das ist ja natürlich ein bisschen schade. Ah, jetzt geht das alles wieder vorne los. Achso, sie hat das auch gerade gesagt. Na gut, ich habe nicht richtig aufgepasst. Lassen wir ihn explodieren. Das ist eigentlich auch nicht so wichtig. Kupia wohnt ja nicht mehr hier. Ich muss nur Kuva finden. Bist du Kuva? Nein. Bist du Kuva? Nein. Bist du Kuva? Nein. Bist du vielleicht Kuva? Ach, ihr seid alle unnütz. Ich bin auch in einem der Häuser. Oh, und hier ist noch ein Sternsplitter. Ich weiß nur nicht wo. Ah ja, hier. Hallo, bist du Kuva? Hallo, bist du Kuva? Das haben wir doch schon mal gemacht. Mr. Imshop. Bilde ich mir das an oder haben wir das tatsächlich schon mal gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Aber es kommt mir sehr bekannt vor. Vielleicht erinnere ich mich aber auch noch an damals. Das kann auch sein. Wobei das eigentlich schon komisch wäre, weil ich mich eigentlich an nicht mehr sehr viel erinnere. Und vor allem dann nicht an etwas, was mir vorkommt, wie von gerade eben irgendwie. Okay, Stoppdruck nach Vorposten. Und ein blauer Turban. Was? Mr. E. In einem der Häuser vielleicht? Weiß ich alles schon, haben wir schon gemacht. Du bist es nicht, okay. Ich dachte, du hast den passenden Turban, aber das allein reicht wohl nicht. Na gut, im Itemladen wird er wohl auch nicht sein. Aber vielleicht kann ich hier... Ne, ich will auch keinen normalen Pilz. Das ist mir nicht gut genug. Da bin ich zu wählerisch. Und du hast gar keinen Turban. Du wirst es auch nicht sein. Ja, ja. Ach, ich hätte das auch gerade besser lesen sollen. Aber ist jetzt auch egal. Falscher Turban. Aber hier ist irgendwo noch ein Splitter. Sieht gut aus. Du bist doch Mr. E. Mein Name ist Paracarry. Ich bin der Postbote. Bitte hier. Okay, er ist quasi der Amazon-Guy. An Misty. Sie wohnt dort. Sie sind... Okay, vor dem Dojo ist Misty. Ist in Ordnung. Versuche aber noch eben den Sternsplitter hier zu finden. Und wenn nicht, dann will ich wenigstens hier hinten rein und mir ein bisschen Magie abholen. War der Sternsplitter hier hinten? Nee, okay. Komm, gönn mal eine Spezialmagie. Ein bisschen magische Unterstützung kann ja im Kampf nicht schaden. Ich muss aber irgendwie... Und hier ist ja auch nicht viel Platz, um irgendwas zu verstecken. Dann ist es irgendwie oben auf dem Dach. Naja gut, wenn es so ist, dann hole ich es mal anders. Ich würde aber sagen, das war's für diesen Part. Wir haben viel gekocht und sonst noch ein bisschen was getan. Ist ja in Ordnung. Ich freue mich auf den nächsten Part.
Ich freue mich auch auf Lava Lava Island. Mal gucken, wann wir da hinkommen. Dauert vielleicht noch einen Moment, aber okay. Gut, Leute. Bis zum nächsten Mal, wie immer. Alles Gute.